Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mein lieben Brüder. Ich habe soeben meinen Corona-Schnelltest durchgeführt und Alhamdulillah, alles war negativ, alles im grünen Bereich. Jetzt laufe ich gerade zum Ijtima und ich habe soeben auch mitbekommen, dass die Arbeit auf Hochtouren läuft. Und ich dachte mir, dann werfen wir mal einen Blick hinter den Kulissen und schauen, was der Stand ist, wie die Arbeit gerade läuft. Und ja, kommt einfach mal mit. Okay, Abendessen soll es schon geben und ja, dann schauen wir mal kurz, was es jetzt zum Essen gibt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Was gibt es hier zum Essen? Traditionell Alugurst. Alugurst, okay. Alugurst mit Chawal. Mit Chawal, okay, ja. Okay, mashallah. Okay. Ja, sieht schon mal ganz schön lecker aus. Ja, ist es auch. Alhamdulillah. Es schmeckt sogar besser, als es aussieht. Es schmeckt sogar besser, als es aussieht. Ja, wie immer. Wie immer, okay, mashallah, mashallah. Alhamdulillah, es ist sogar wirklich besser, als es aussieht. Alhamdulillah. Ich schaue mal kurz auf dem Lageplan drauf. Also hinter mir befindet sich gerade das Stadion. Und wir gehen jetzt mal zum Ijtima, also in der Richtung rüber. Und jetzt schauen wir mal, was die Brüder schon mal aufgebaut haben. Ich bin ganz schön gespannt, wie das jetzt aussehen wird. So ein Open Air Ijtima. Bänder sind schon aufgebaut, die planen. Und hier ist der Muzaffar Sahab von Nazm Ijtima. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Muzaffar Sahab. Wa alaikum salam, wie geht's Ihnen? Alhamdulillah, wie geht's Ihnen? Ji, mir geht's auch gut. Anji, können Sie mir erzählen, was Sie jetzt alles hier aufgebaut haben? Zurzeit befinden Sie sich auf dem Ijtima, ja. Auf dem inshallah morgen unser Ijtima stattfindet. Mhm. Und hier die ganzen Sitzplätze aufgebaut, mit den Abständen, mit den Markierungen. Und, wie Sie auf der linken Seite sehen können, haben wir die ganzen Planzettel morgen aufgebaut. Unsere Khudam-Brüder haben, mashallah, mit sehr viel Engagement die Plan aufgebaut und jetzt hängen wir gerade unsere Banner drauf. Okay, das letzte Banner wird da hinten noch aufgebaut? Genau, das wird gerade noch aufgehängt, das letzte. Ja, okay. Und da vorne können Sie sehen, ganz groß, keine Reform der Nation ohne Reform der Jugend. Mashallah, ja, das ist Motto. Genau, das ist unser Motto. Und auf der anderen Seite können Sie sehen, da haben wir die Bühne aufgebaut. Okay. Wo morgen auch das Mulaqat mit Hazur Ayyadullah bin Aziz stattfinden wird. Okay. Das heißt, von dort aus wird Hazur uns adressieren. Inshallah. Und wir werden im Hintergrund dann hier sitzen. Okay, mashallah. Also, genau. Sie haben wirklich für alles gesorgt. Ji. Und ich hoffe, das wird morgen ein schönes Ijtima. Inshallah, beten Sie auch dafür. Sehr hier viel ist auch das Soundsystem schon aufgebaut. Ah, das Soundsystem, okay. Genau, und funktioniert einwandfrei. Das heißt, okay, wir sind startklar für morgen. Das werden wir jetzt erstmal gleich checken, denn ich mache jetzt erstmal einen Mic-Check. Okay, alles klar. Um zu schauen, wie gut das Sound überhaupt ist. Assalamu alaikum, Test, Test, 1, 2, 3, Test, Test. Okay, Alhamdulillah. Ich glaube, jetzt sollte nichts mehr im Weg stehen für das Mulaqat morgen und für das Ijtima. Denn die Brüder haben mir wirklich, wirklich für so vieles gesorgt, dass sie das beste Erlebnis bekommen sollten, inshallah, morgen. Jazakallah, Muzaffar Sahab, für Ihre Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und inshallah treffen wir uns morgen. Inshallah. Und frohes Schaffen noch dann. Jazakallah. Wie ihr sehen könnt, ist die Nacht schon eingebrochen. Die Flutlichter auf dem Platz sind jetzt auch schon an. Aber das hält die Brüder auf jeden Fall nicht auf. Die arbeiten immer noch mit der gleichen Motivation und mit dem gleichen Eifer. Wir begeben uns jetzt zur Tribüne und schauen mal, was da jetzt alles zusammengeschraubt worden ist. Da vorne ist auch schon der Naib Nazmi Allah, Mudabbir Khan Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Mudabbir Khan Sahab. Wie geht es Ihnen? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja, schauen Sie mal, wir sind schon so weit bei dem Aufbau, dass die Bühne steht. Sie werden noch sehen, wir haben diesmal eine Leinwand, also das ist was ganz Besonderes, was ganz Neues. Das hatten wir bisher noch nicht so auf dem Ijtima. Das kennt man jetzt aber vielleicht aus der Jalsa UK natürlich. Wir haben ja morgen auch noch den Grill, der wird hinten in dem Platz, Linie, ne? Genau. Okay. Und der wird auf dem Platz nebenan noch aufgebaut. Die Khudam schön in einer wunderschönen Atmosphäre gemeinsam grillen mit ihren Regionen in kleinen Pavillons. Also das wird wie ein schönes Miteinander, was wir alle in diesen letzten Monaten vermisst hat. Genau, ne? Das nicht mehr regionale Ijtimas oder irgendwelche Ijtimas auf Majlis-Ebene. Und das nationale Ijtima hat man generell, das ist ja das einer der größten Events der Khudam-Lemedi, Alhamdulillah. Und das hat man einfach so sehr vermisst und auch noch, das ist ja irgendwie was Spezielles, oder? Richtig. Ja, ja. Okay, ich glaube, Sie werden auch gerade gerufen jetzt wieder. Natürlich. Okay, danke für Ihre Zeit. Okay, assalamu alaikum. So, der Bildschirm ist auch schon aufgebaut worden. Und wir begeben uns jetzt zur Nebenbühne, und zwar da vorne, durch das kleine Tor da. Mal hier rein, hier sind auch schon einige Zelte aufgebaut worden. Ah, da sehen wir auch das Team vom NTA mit ihrem Equipment. Wie ich da sehe, ist da vorne the head of the MTA German Studios, Aslan Saab.
Assalamu alaikum warahmatullahi Slansab. Wie geht es Ihnen? Alhamdulillah, wie geht es Ihnen? Alhamdulillah, bestens. So, Slansab, was sehen die Zuschauer gerade? Was wird Ihnen jetzt hier gezeigt? Ganz genau, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Hintergrund sind die Rodan-Brüder gerade in den Übertragungswagen von MTA und unser Equipment, was hier gerade aufgebaut wird, denn wie alle wissen, ist das größte Highlight dieses Ijtemaas natürlich das Treffen mit Khalifatul Masih, also Khalifatul Masih al-Khamis, ayyadullah ta'ala, bin es al-Aziz. Ja, und da wird das jetzt gerade alles aufgebaut. Das Team ist schon seit heute Morgen hier und baut die ganze Technik auf, damit... Für das beste Erlebnis? Absolut, das beste Erlebnis. Es geht halt darum, dass wir den Khodam-Brüdern beste Audio- und Video-Bildqualität von Hazur Direktus geben können, damit die Worte auch verstanden werden können. Und natürlich, dass wir Hazur Direktus von hier aus auch das Ijtema-Bild übertragen können, eine schöne Atmosphäre senden können, damit Hazur Direktus auch sieht, wie hier die Majlis Khodam und Ahmadiyya ihr Ijtema veranstaltet. Okay, sehr schön. Jazakallah für Ihre Zeit. Sehr gerne. Jazakallah. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah. Was euch hier erwarten wird auf der Nebenbühne, ist einmal eine Sitzung mit National Misab und eine Sitzung mit Sadaqat Zemisab, Admission Judge und Murabil Yasmunir Sab mit dem Thema Islamisches Elim und Partnerwahl. Und auch eine Sitzung mit Murabil Silsla Ilyas Munir Sab und Jerry Rakan Sab mit dem Thema Reform der Herzen. So, ich laufe jetzt rüber zu den motivierten Brüdern. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Majlis Khodam und MDA Deutschland! Zindabad! Allahu Akbar! Alhamdulillah, Alhamdulillah. Man spürt wirklich dieses brüderliche Gefühl und diese spirituelle Atmosphäre schon allein auf dem Wakar-Himmel. Und die Brüder sind wirklich voller Motivation und mit Herz und Seele dabei. Und ich gehe stark davon aus, dass morgen ein sehr erfolgreiches Ijtema' stattfinden wird, inshallah. Kommen wir zum Hauptthema des Ijtema's, und zwar Ishq-i Rasul. Die Liebe, die der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in sich trug, und die Liebe, die wir zu ihm entwickeln sollten, Brüder, das wird das Hauptthema des Ijtema's sein. Und genau das sollte auch der spirituelle Aspekt sein, den wir auch in uns tragen sollten. Und diese Brüderlichkeit und die Liebe zueinander, die sollten wir auch versuchen, auf dem Ijtema zu entwickeln. Mit diesen Worten sage ich auch Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.